Hey Freunde und herzlich willkommen hier zu einem Unboxing. Ihr seht gleich, was wir hier haben. Und zwar tue ich hier erstmal Zeitung raus. Und da ist direkt ein Brief von Antlife, wo dann drin steht: Hallo Herr Fribus, vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und sich für dieses tolle Hobby interessieren. Wir wünschen spannende Beobachtungen, in diesem ganz besonderen Fall Ihren Zuschauern eine gelungene Unterhaltung, falls Sie Hilfe bei der Umsetzung, blablabla. Nochmal danke an Antlife für diese Bereitstellung von dem Ameisennest. Schon verraten, worum es geht. Und das wird dort das nächste Projekt hier auf dem Kanal werden. Dann packen wir hier mal aus. Da holen wir uns erstmal das hier raus. Da sind so verschiedenste Sachen, so Zubehör für das Ameisennest. Tatsächlich auch ein Center Shock. Eine Spritze. Eine Pinzette. Futter und so ein Thermometer. Dann haben wir. Moment, wo gehen wir jetzt? Wir nehmen das. Richtig. Ja, da seht ihr schon die Ameisen, die sind im Reagenzglas. Dann eine Honiglösung, was sie essen. Und dann noch so ein kleiner Pin da unten. Seht ihr das? Genau. Und natürlich noch ein Schlauch, damit man das Reagenzglas mit dem Ameisennest verbinden kann. Legen wir auch beiseite. Gehen weiter. Ist das das Einzige? Erstmal Papier raus. Nochmal Papier raus. Okay. Ist nichts mehr. Gut. Doch. Da ist der Sand. Roter Sand. Das benutzen wir danach, um den Sand danach ins Nest reinzulegen, beziehungsweise in die Arena. Ist wirklich feinstaubig. Feinkörnig. Bisschen klebt da noch dran, aber ja, ist halt roter Sand. Jetzt kommen wir wirklich zum Hauptstück. Und das ist die Ameisenfarm an sich. Ihr seht schon, das ist übergroß an sich. Sonst ist da nichts mehr drin. Nur noch Papier. Papier. So, fangen wir mal an. Und zwar seht ihr hier zuallererst das Futter von den Ameisen. Das ist einfach eine Körnermischung. Ich weiß nicht wofür, ich glaube Vögel oder so. Dann geht's weiter mit der Pinzette. Das braucht ihr, um zum Beispiel mal Proteine reinzutun. Dann zeigt ihr so Fliegen oder so. Dann gibt es einen Trichter. Ich weiß noch nicht wofür. Habe ich noch nicht rausgefunden. Dann gibt es so eine kleine Abdeckung für irgendwas. Weiß ich auch noch nicht wofür das ist. Dann natürlich die Spritze. Ups. Die Spritze ist dafür da, um solche Wasser einzufügen. Und ja. Dann haben wir das Thermometer. Das zeigt jetzt schon eine Temperatur an. Ich hoffe, man sieht das irgendwie. Und nee, nicht wirklich. Sieht man nicht wirklich. Auf jeden Fall ist eine 2 da vorne. So, dann haben wir noch eine Abdeckung, eine Ersatzabdeckung. Eine Pipette, um ganz sorgsam Sachen hinzuzufügen. Dann eine Spritze mit der Kanüle vorne. Und ja, die ist halt dafür da, um zum Beispiel den Honig so wirklich ganz langsam da reinzutun. Natürlich ein Center Shock. Danke an Antlife für diesen Center Shock Kirschgeschmack. Werde ich gleich mal wirklich ausprobieren. Mal gucken, wie der schmeckt. Und ja. Dann haben wir hier noch einen Pin. Da steht Tetramorium Cespitum. Dann ist da eine Europa. Also ist da Europa drauf gemacht. Dann haben wir noch den Schlauch. Der ist dazu da, um das Reagenzglas mit dem Nest zu verbinden. Beziehungsweise der Arena. Ganz normaler Schlauch. Dann haben wir noch das Honigwasser, beziehungsweise die Honiglösung. Ist einfach nur Honig drin, der im Wasser aufgelöst ist. Ja, mit dem guten Verschluss da oben. Und dann haben wir das Herzstück, und zwar die Ameisen selbst. Ich mache die jetzt mal auf, hoffentlich sieht man die ein bisschen. Ich weiß, die Kamera ist nicht wirklich gut, genauso wie der Fokus. Ja, fokussier mal bitte. Ja,
So, also man sieht das nicht wirklich, weil das sind wirklich sehr, sehr kleine Ameisen. Man sieht die ein bisschen herumlaufen. Die sind wirklich mega klein. Das ist, glaube ich, eine der kleinsten Arten, die es gibt. Da hinten ist die Königin. Kommen wir jetzt zum Nest. Sorry für die scheiß Quali, aber ich habe keinen Speicher mehr gehabt auf dem Handy. So, und zwar seht ihr hier einfach nur das Nest. Genau, da macht man die Kappe auf, halt eben. Also kann man machen. Das mit dem Granulat ist halt zur Befeuchtung da. Dann haben wir hier Gewebe, damit die Ameisen atmen können, zwei Stück. Dann da oben tut man die Körner rein. Da ist auch die Kappe für die Ersatzkappe. Und ja, weiter. Dann ist das hier eine Kappe, da kann man solche mit der Pipette irgendwas reintun, das Schälchen da unten. Dann ist das die Schiebetür sozusagen. Dann haben wir hier den Wasserspender, da kam tust mal Wasser rein und dann können die Ameisen sich Wasser herholen. Und dann haben wir noch die Lampe. Genau, die Lampe, die ist dazu da, weil Ameisen kein Rot sehen können, damit man das aufmachen kann. Da kann man die Ameisen auch so angucken und die denken, es wäre immer noch dunkel. Von daher wirklich praktisch. Ja, an sich war das auch schon mit dem Nest bzw. der Arena. Das ist der Anschluss. Dann, genau, gibt es einen Background noch. Da vorne habt ihr noch den Anschluss. Dann nochmal das Nest. Das ist halt nur ein bisschen schwer wieder rein zu tun. Ja, das war's dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, weil ich werde da jetzt ein Tagebuch von machen, sozusagen. Ich hoffe, ihr werdet das in den nächsten Videos sehen. Also dann, Leute, habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.